Ja, die Frage ist, lohnt sich eine Gitarre, die fast 1000 Euro teurer ist, oder kann man zum Beispiel auf einer 140 Euro Gitarre auch gut spielen? In dem Video gehen wir den Ganzen auf den Grund. Wir haben hier zwei Markenprodukte, beides Gitarren von Ibanez, sehr gute Firma. Und wir schauen mal, wo ist wirklich der Unterschied und lohnt sich der Unterschied für dich, in so eine teure Gitarre zu investieren oder vielleicht eher nicht. Ja, das war ein Beispiel aus dem Skid Row Song 18 and Life. Klingt eigentlich nicht schlecht, oder? Aber wie würde das zum Beispiel mit der richtig teuren Gitarre klingen? Okay, so klingt also eine Gitarre um die 1100 Euro. Ziemlich gut, würde ich sagen. Aber hören wir mal ein bisschen in weitere Songbeispiele. In dem Fall ein relativ einfacher Song, Come As You Are von Nirvana, der mich damals auch sehr inspiriert hat. Wie klingen die Gitarren in so einem Fall? Übrigens, beide Gitarren wurden für die Beispiele mit demselben Mikrofon aufgenommen. Also es blieb eigentlich alles gleich. Auch der Hintergrund, in dem Fall Drums, Bass und so weiter. Wie gesagt, Mikrofon ist auch gleich. Also du hast einen relativ guten Referenzwert. Ja, das Songbeispiel von Nirvana, Come As You Are, kennst du vielleicht vom MTV Unplugged Konzert. Gibt es eine sehr, sehr coole Version, beziehungsweise das Konzert war richtig cool. Und der Song ist auch für Anfänger relativ schnell erlernbar, leicht zu spielen. Wenn du zum Beispiel beim Einsteigen bist, dann sieh dir auch das Video bis zu Ende an. Da zeigen wir dir, wie du zum Beispiel noch diese Woche deinen ersten Song spielen und lernen kannst. Ja, so klingt es dann mit der teureren Gitarre. Hörst du schon den Unterschied? Oder ist er für dich vielleicht nicht so dramatisch? Ich würde sagen, wir sehen uns ein weiteres Beispiel an. In dem Fall hören wir Melodie-Gitarre, also Solo-Gitarre und die Rhythmus-Gitarre. In dem Fall von einem Song von uns, den wir für den Kurs Akustik-Gitarre Schnellstart erstellt haben. Ja, das war also Rhythmus- und Melodie-Gitarre mit dem günstigen Modell. Hören wir uns an, wie es mit dem teuren klingt. Ja, cool. Sind dir die Unterschiede beim Hören wirklich enorm aufgefallen oder vielleicht leicht oder gar nicht? Ich muss dazu sagen, bei mir war es vielleicht am Anfang auch so, dass ich das nicht sofort gehört habe, ist das jetzt eine teurere oder günstigere Gitarre? Aber im Laufe der Zeit, umso mehr man spielt, umso besser entwickelt sich das eigene Gehör, dass man das auch schneller wahrnehmen kann. Aber ich würde sagen, beide sind ziemlich gut und vor allem für den Preis sehr gute Instrumente, mit denen man gut spielen kann. Wo merke ich so wirklich den Unterschied? Abgesehen davon, ja, dass die teurere Gitarre doch besser klingt. Die Frage ist, klingt es jetzt um 1000 Euro besser, ja oder nein? Was definitiv besser ist, ist die Holzqualität. Es fühlt sich einfach wertiger an. Wenn du das vielleicht mit einem Auto vergleichst, keine Ahnung, zum Beispiel ein, sagen wir vielleicht Skoda, verglichen mit einem BMW oder Audi, dann wirst du in der Verarbeitung doch Unterschiede spüren. Ist einfach so. Und so ist es auch bei zum Beispiel den Gitarrenhälsen, wenn man sich das ansieht. Es fühlt sich einfach ein bisschen besser an,
Ob man das jetzt braucht oder nicht, das sei mal dahingestellt, ist wie bei den Autos, mit beiden kommt man zum Ziel. Was zum Beispiel bei einer teureren Gitarre dann auch besser ist, das sind diese Tuner, also Stimmmechaniken, fühlen sich wertiger an, halten die Stimmung besser, macht aber auch nichts, wenn man da eine günstige hat, man stimmt halt öfter nach. Aber wie gesagt, das sind so Dinge, die das Feeling auch betreffen. Wenn du jetzt beim Durchstarten bist, dann sprich gar nichts gegen so ein Modell. Und was mich auf jeden Fall hier begeistert, ist, dass Ibanez in dem Fall um 140 Euro wirklich eine solide Gitarre hergestellt hat. Also ich war überrascht, dass die so gut klingt. Das ist jetzt nicht irgendwie wie so ein Kaufhausmodell, wo man sich denkt, da passt rein gar nichts, sondern die ist wirklich solide gemacht. Wenn du vielleicht eher E-Gitarrist bist und für ab und zu mal eine Akustik willst, ist die ziemlich gut oder eben zum Durchstarten. Ja, und das ist natürlich ein High-End-Modell. Ziemlich cool, ziemlich gut verarbeitet, sehr, sehr schön. Ja, aber bespielen lassen sich beide sehr gut. Also es ist auch die günstige vom Handling meiner Meinung nach sehr gut. Es ist halt dann so eine Budgetfrage natürlich zum einen und will man gleich etwas teureres oder vielleicht mal schauen, wie kommt man generell damit zurecht, dann lohnt sich so eine Gitarre auf jeden Fall oder vielleicht als Zweitgitarre auch. Ja, zum Spielen vielleicht noch. Ich habe die Songbeispiele in diesem Video so gewählt, weil sie mich als Anfänger sehr begeistert haben. Skid Row, Nirvana, in dem Fall war auch ein Songbeispiel von uns dabei vom Akustikgitarre-Schnellstartkurs. Ja, und du kannst solche Songbeispiele, wenn du mit dem Üben startest, auf jeden Fall innerhalb von 6 Monaten spielen. Wenn du an dem Punkt bist, wo du sagst, ich möchte generell mal durchstarten, mal den ersten Song spielen können, dann sieh dir in der Videobeschreibung den Link an. Dort gehst du zu unserer kostenlosen Videotraining-Serie, wo wir dir in mehreren Schritten zeigen, wie du den ersten Song spielen kannst, wie du improvisieren kannst und so weiter. Also danke fürs Zusehen. Sieh dir den Link in der Videobeschreibung an. Bis dahin, rock on!